Grüß euch, mein Ang, Hans-Peter. Heutiges Thema, die Kostenfalle 2019. Im Volksmund auch bekannt unter der Bezeichnung Weihnachten, eben nicht die Reihenzahl verwendet, Weihnacht, sondern Weihnachten, weil du fischst ja das Zeug mehrere Mal, oder? Zuerst in Bude, dann im Boccia-Club, dann noch mindestens zweimal in der Familie. Und wenn es in der Familie noch Entscheidungen gegeben hat, dann geht es dann exponentiell hoch, nicht so unendlich. Und so einer Familie 4 ein falsches Wort. Und zack, setzen die dich eben im Testament auf eine Pflicht ein. Voilà, Kostenfalle. Jetzt die Auswahl der Geschenke. An einem Göttiching ein 50er-Nötchen schenken, geht hinten raus und die Mutzen geht um wegen dem Negativzins. Elektro-Jojojonik haben ja nur noch die kleinsten für Jojoid. Aber wenn man einem Erstklässler ein iPhone 11 schenkt, dann machen die Eltern eine Lampe. Etwas aus Holz wäre jetzt auch gescheiter gewesen. Und das Göfli sagt, das iPhone 11 bei Jojo hätte ihm eigentlich besser gefallen. Stellt sich die Frage, gibt es Alternativen? Natürlich. Du kannst sagen, wir machen an dieses Jahr gar keine Geschenke. Aber vergiss es, die Enten bringen dann gleich etwas Kleines mit. Und wenn du selber nicht auf die gleiche Scheissidee bist gekommen, schlechte Stimmung. Und bei nächster besten Gelegenheit musst du mit umso teuren Geschenke tanzen. Dann ist der 13. auch schon wieder fort, weil eigentlich für die Steuern hättest du gebraucht. Gut, du kannst sagen, die Weihnachten gehen wir am Viertel vorbei. Am Pfödeln ist feister, aber nicht windstill. Dann hockst du daheim, einzig. Und wenn der Fernseher einschaltest, tun sie dort doch Kerzen schmilzen mit Musik, die viel zu viel Hall hat. Und im Elend innen machst du dann die teuerste Pudel, wie auf. Voilà, Kostenfalle. Was auch viel machen über die Weihnachten, für Reisen, oder? Dann mit dem Flüger auf Thailand, Dubai, gehst du an Jika, weiss der Teufel. Aber abgesehen vom Kläubi ist das dann auf dem CO2 her schwierig geworden. Und du kannst dich auch nicht rausschnurren. Ja, schliesslich haben ja Esel, Ochs und Schaf in dieser Weihnachtskrippe, da zu Bethlehem, CO2 gefurzt, nichts Schönes. Du kannst dich auch einfach reinschicken, schlussendlich mit Geschenken. 12.500 Kalorien jeden Abend und nimmst halt die Kosten auch sportlich. Scheint's. Können wir jetzt, weil es dieser Weg günstig war, auf die Weihnachten 2019 eine Hypothek aufnehmen? Also, hier da könnt ihr den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und hier hinten seht ihr noch mehr Weihnachtsketch, oder? Langsam den Finger rausnehmen. Weihnachten ist ja auch nicht ewig.